in der Klinik am Südring. Mit rund 18.000 gemeldeten Unfällen pro Jahr gelten Verbrennungen und Verbrühungen als eine der häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Julia Buschmann erwartet zwei Brandverletzte in der Notaufnahme. Das erste Opfer ist in Begleitung einer Nachbarin eben eingetroffen. Also das Mädchen mit den Verbrennungen ist schon da. Die Feuerwehr hat Brandopfer angekündigt. Mehrere oder was? Mehrere wohl. Das Mädchen ist schon da. Hi. Und hi. Ich glaube, der Vater, hallo, der kommt gleich. Hallo, Dr. Buschmann, kriegen wir die jetzt in den Notaufnahme. Hallo, wie heißt du? Lena? Wie alt bist du denn, Lena? Acht. Und was ist passiert? Ja, die kleine Lena, die haben wir aus einer Wohnung geholt. Die hat Brandverletzungen an der rechten Hand. Ja. Ist irgendwie auf den Kopf gestürzt, hat eine Kopfplatzwunde. Ist sehr verängstigt. Okay. Und kommt nicht richtig raus mit der Sprache. Wie das passiert ist? Wisst ihr das? Das können wir so nicht sagen. Weißt du das, Lena, wie das passiert ist? Da war Feuer. Feuer? Ich war heute bei einer Patientenaufnahme und wurde dabei aus der Notaufnahme informiert, dass gleich zwei Verbrennungsopfer kommen würden. Bei Verbrennungen muss man immer rasch handeln, deshalb habe ich mich auch beeilt, dann in die Notaufnahme zu kommen. Und als erstes habe ich ja dann ein kleines Mädchen behandelt. Bei Kindern generell sind Verbrennungen gefährlicher, aber in diesem Fall sollte das richtige Übel ja dann erst noch kommen. Wo ist Papa? Die Kollegen. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich bin die Nachbarin. Ich bin rausgegangen, habe einen Knall gehört. Also ihr war noch nicht dabei? Nee, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Dein Papa wird versorgt. Ich bin dann rübergegangen und ihr Vater, der lag schon im Treppenhaus, die daneben. Gut. Sie weiß was auch ist mit der Mutter? Die Mutter ist auch unterwegs jetzt. Die war aber gar nicht vor die Ort? War nicht da, ja? Nein. Okay. Hast du denn starke Schmerzen? Mhm. Muss man, das kann ich einmal Handschuhe haben. Ja. Ja. Ich gucke mir das jetzt einmal an, ja? Was ich denke mal, die Mutter von dem Kind. Was ist passiert, mein Schatz? Oh mein Gott, geht's dir gut? Was ist passiert? Sie sind die Mutter? Ja, wo ist Hallo, ich bin die Frau Dr. Buschmann. Hallo. Ich bin die Ärztin der Notaufnahme. Wo ist mein Mann? Das weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Der müsste jetzt jeden Moment hier ankommen. Ja. Also so wie das aussieht, gab es wohl irgendwie eine Art von Brandunfall. Ist jetzt außer die Lena niemand dabei gewesen. Deswegen wissen wir jetzt im Moment nicht ganz genau, was da passiert ist. Ja, ich muss mir einmal jetzt ihre Verletzung angucken. Die Nachbarin hat sie gebracht. Ach so. Das hier sieht eher nicht nach einer Flammenverletzung an. Ein bisschen Brandsalbe, ne? Genau, da müssen wir ein bisschen Brandsalbe. Tut das sehr stark weh? Ja. Ein bisschen? Sollen wir dir was geben dagegen? Ja, ein bisschen Schmerz. Wären Sie einverstanden, wenn wir ihr ein paar Schmerztropfen geben? Ja, klar. Ja. Bei Verbrennungen, besonders bei Kindern, muss man immer wachsam sein. Man muss darauf achten, ob die vielleicht noch eintrüben könnten, auch im Nachhinein. In diesem Fall war es Gott sei Dank so, dass nur ein minimaler Teil nur an den Fingern verbrannt war und es eine Kopfplatzwunde gegeben hat und das Mädchen insgesamt eigentlich einen stabilen Eindruck machte. Jetzt so hier aber zum Glück relativ oberflächlich. Ich mache ein kleines Plästerchen drauf. Und nicht mehr? Eigentlich nicht, nee, okay. Wenn du sonst nicht mehr weißt. Vielen Dank. Dann bin ich weg, bis später. Alles klar. Ja, tschüss, danke. Also hier kleben wir ein Pflaster drauf. Ja. Und dann machen wir die Brandsalbe, genau, ne? Verbinden das ein bisschen. Dann kriegst du noch was gegen die Schmerzen, ja? Okay. Ja. Gut. War dir schwindelig? Nach Antonia wird geguckt. So. Mal einmal in die Augen. Julia. Julia, du müsstest bitte einmal mit rüberkommen. Der andere Brandverletzte ist da. Der bewusstlose Vater wird eingeliefert und ist offenbar viel schwerer verletzt als das kleine Mädchen. Wer immer noch vermisst wird, ist die zweite Tochter. Zustand nach Haushaltsunfall. Das ist jetzt der Vater des Mädchens. Verbrennung zweiten Grades am Thorax. Unterarme sind von uns steril abgedrückt worden. Sind auch verbrannt? Überall, genau. Muss immer gleich drüber schauen. Ich habe Öl, verschmierte Stellen überall in den Händen gehabt. Okay. Haushaltsunfälle sind mit die häufigsten Unfälle, die es gibt. Gemeinsam mit Sportverletzungen. Kommt immer wieder die unterschiedlichsten Unfallmechanismen vor. Verbrennungen sind da auch keine Seltenheit. Sowas sieht man also öfter mal, dass es dann direkt zu einer schweren Verletzung kommt, ist natürlich nicht immer der Fall. Das Problem war, dass wir während der Fahrt im RTW wurde er instabil. Also bis dato war er bei GCS 13 und dann ist er mir runtergerutscht auf GCS 7. Ich habe ihn schutzintubiert. Zuletzt war er recht stabil, also jetzt momentan ging es. Also Kreislauf ist Kreislauf ist soweit stabil, genau.
Aber wie gesagt, ich war bei GCS 7. Was ist passiert? Genau. Und wo ist Antonia? Da ist noch meine andere Tochter. War noch im Haus. Haben Sie einmal gesehen? Ganz kurz, bitte, rausbauen. Einmal kurz zur Seite gehen, wir kommen gleich zu Ihnen, ja? Als die Mutter erwähnt hat, dass die zweite Tochter, die Antonia, verschwunden ist und sie nicht sicher sagen kann, wo sie sich befindet, das habe ich zunächst erstmal ignoriert, weil ich eben wusste, dass die Sanitäter in dem Haus sind und sämtliche Personen, die da verletzt wurden, werden die auch finden und mitbringen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass es dafür vermutlich eine sinnvolle Erklärung gibt. An den Beinen ist nichts. Ich habe da, soweit ich sehen konnte, hier drunter und hier muss ich mal schauen, zweiten Grades, überall Blasen, 2a bis b. Okay. Aber also wie gesagt, ich habe zwischendurch echt Angst gehabt, dass ich reanimieren muss im RTW. Aber es ist zum Glück noch mal gut gegangen. Die Werte sind alle runtergerutscht. Aber habt ihr Infusion schon mal? Ja, ist alles dran. Als dann der Familienvater von der Notärztin eingeliefert wurde, musste ich mich natürlich erstmal diesem Fall zuwenden, da es sich da schon um eine dramatischere Geschichte gehandelt hat. Der Patient ist bereits beatmet gewesen, hat scheinbar deutliche Kreislaufprobleme gehabt während der Fahrt. Und da musste ich dann natürlich erstmal feststellen, ob der Patient überhaupt stabil ist oder ob man da jetzt sofort irgendwelche Eingriffe vornehmen muss. Da der Patient im Rettungswagen beinahe einen Herzstillstand erlitten hat, muss er rasch weiterversorgt werden. 1, 2, 3. Noch weiß keiner, was genau gebrannt hat. Und auch warum die mysteriösen Verbrennungen solch verheerende Folgen haben, kann sich Julia Buschmann noch nicht erklären. Also kreislaufstabil ist er im Moment. Okay, okay. Wir müssen jetzt einmal angucken, wie groß die Verbrennungen insgesamt sind. Soll ich mal abmachen, sind. Dass du drunter ja, gucken kannst? Genau, das müssen wir einmal machen. Dann Blutdruck ist in Ordnung. Schwierig, ne? Ja, weil mit den Verbrennungen. Dann müssen wir gleich einmal Blut abnehmen vielleicht. Ja. Also hier habe ich nur eine Blase. Zweitgradig im Wesentlichen vielleicht. Also hier habe ich auch. Dreh mal um hier. Hier unten ist nichts. Hier ist nichts. Nee, ist nichts. Nee, ist hier haben wir nämlich oben. Auch am Unterarm. Ich mache das wieder zu. Verbrennung, ja, mache ich auch. Also. Sollen wir das dann so ein bisschen kühlen? Soll ich ein bisschen NaCl? Dass es nass ist und gekühlt wird. Ja, können wir ein bisschen machen. Das Problem jetzt ist, dass das Öl ist. Mhm. Also Ölverbrennung, das muss auf jeden Fall gleich einmal im OP abgetragen werden. Mhm. Ja, die Blasen müssen abgetragen werden. Das können wir jetzt hier nicht machen. Okay. Also dann würde ich das jetzt erstmal kühlen. Dann hole ich mir eine NaCl. Das wäre super. Ne? Und dann Andrea, kannst du gleich einmal anrufen? Im OP, dass die Bescheid wissen, dass wir ein Verbrennungsopfer haben. Ja. Soweit stabil ist jetzt aber halt eben schon intubiert. Ja. Deswegen würde ich das gerne jetzt auch machen. Wir können das ja dass, hier so nicht machen. Dass das jetzt in einem Rutsch läuft. Machst du die Blutabnahme? Bei den Patienten konnten wir schnell feststellen, dass nicht so ein großer Anteil des Körpers verbrannt war. Die Unterarme und ein Teil der Brustwand waren zweit- bis drittgradig verbrannt. Das war eine Verletzung, die wir schon hier behandeln konnten und dafür nicht extra in ein spezielles Zentrum fahren mussten. Und gerade weil der Patient ja auch bereits intubiert war, konnten wir das dann hier direkt vor Ort machen. Also, wir haben hier eine Verbrennung mit Öl scheinbar. Wie es dazu gekommen ist, wissen wir nicht. Es war niemand dabei, außer ihre Tochter. Die ist aber im Moment, was ja auch verständlich ist, total durcheinander. Ja, die konnten mir das jetzt nicht genau schildern. Die andere Tochter hätte eigentlich auch mit dabei sein sollen. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Sie haben noch eine zweite Tochter. Sie, ja, sonst ist sie auch verletzt. Niemand weiß, wo sie ist. Aber die muss auch zu Hause gewesen. Neun. Und war nicht zusammen dann mit ihrem Mann? Doch. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Also scheinbar, die Sanitäter haben ja alle verletzten Personen gefunden. Ja? Ja. Die nehmen da jetzt die Wohnung, stellen die auf den Kopf. Wenn ihre Tochter da ist, dann finden die auch. Ja? Also die scheint nicht zu den Verletzten zu gehören. Erstmal, ja? Da gibt es mit Sicherheit eine Erklärung für. Was wir jetzt mit ihrem Mann machen müssen, das muss im OP abgetragen werden, diese Brandverletzung. Das ist keine Operation, sondern eine Abtragung, aber es muss unter sterilen Bedingungen gemacht werden. Das ist wichtig, weil solche tiefen Verbrennungen haben ein hohes Infektionsrisiko. Ja? Das kann ich nicht hier einfach so nebenbei machen. Das muss ganz steril, muss man aufpassen, dass da keine Keime reingelangen. Ja? Okay, das ist der Grund. Das sieht jetzt alles schlimm aus. Er wurde intubiert, weil er wohl zwischendurch kreislaufmäßig das nicht ganz mitgemacht hat. Ja? Im Moment ist der Kreislauf aber stabil. Ja?
Ich bringe das Blut eben ins Labor, ja? Was machen wir mit dem Oberkörper? Soll ich das abdecken oder? Ja, ich würde schon was drauflegen und dann fahren wir rüber, würde ich sagen. Okay, ja? Gut. Wissen die Bescheid? Dann müssen wir ihn transportfähig machen. Ja, weil das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir die, wenn er jetzt schon in Narkose liegt und das machen wir eben jetzt mit. Wann kommt er wieder zu seinem Bewusstsein? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das wird aber, wenn wir fertig sind und die Narkose ausläuft, relativ zügig gehen, ja? Warte, also. warte. Achtung, muss mal abkabeln. In den OP können Sie nicht mit, aber Sie können vorne warten bei Ihrer Tochter, ja? Und wir machen den Monitor ab, ja? Um die Brandwunden zu behandeln, muss der Mann in den OP. So, dann los. Doch dabei geht es durch den Wartebereich, wo sich auch seine Tochter befindet. Die Achtjährige bekommt beim Anblick ihres schwer verletzten Vaters große Angst. Wenn die Familie mitbekommt, wie schwer Angehörige verletzt sind und das dann auch noch direkt vor den eigenen Augen miterleben, dann kommt es schon mal vor, dass da auch Tränen fließen und dass natürlich die Angehörigen wirklich berührt. Man muss dann gucken, dass man die möglichst beruhigt und nach Möglichkeit eben nicht, es da zu einem großen emotionalen Ausbruch kommt. Und in dem Fall ist das ja auch ganz gut gelungen. Während die Brandblasen des Vaters im OP abgetragen werden, spricht Julia Buschmann noch einmal mit der Tochter. Sie will herausfinden, wie es zu den rätselhaften Verbrennungen kam und wo deren Schwester sein könnte. Kannst du dich denn gar nicht mehr erinnern, was passiert ist? Naja, da war Feuer. Dann Feuer? Wir wollten Pommes machen und dann, da war Qualm und ich habe Wasser in Öl geschüttet und dann war eine Stichflamme da. Ah gut, ja, das ergibt Sinn. Und dann hat der Papa sich wahrscheinlich ordentlich mit dem heißen Öl, ist damit ordentlich verbrannt worden. Und wo war Antonia, Lena? Und was ist, wie ist das denn mit deiner Hand passiert? Das sieht jetzt nicht so aus an einer Ölverletzung. Ich habe auf die Herdplatte gefasst. Als das passiert ist? Vor Schreck? Okay, und das mit dem Kopf? Da habe ich mich gestoßen. Stoßen. Okay, also du bist mit dem Öl aber sonst gar nicht in Kontakt gekommen, ne? Okay, gut. Ja, jetzt ergibt das Sinn. Kannst du dich denn auch erinnern, wo deine Schwester gewesen ist in der Zeit? Nein. Wo war Antonia? Hat sie nicht mit euch Pommes gemacht? Wo war sie denn? Mama! Ah, Antonia! Mama! Oh, zum Glück, dass die... Ist alles okay? Wo warst du denn? Ich habe alle Leute nach dir gefragt. Lena hat mich nicht geärgert. Was ist denn, Lena? Ich war so verängstigt, ich saß unten im Schrank und sich da versteckt. Ich bin dann wieder weg. Danke, ne? Tschüss. So, du bist die Antonia? Ja. Hallo, ich bin die Frau Dr. Buschmann. Hallo. In der Notaufnahme, die Ärztin. Du hast dich versteckt im Schrank, habe ich gehört. Ja. Hast du denn auch was mitbekommen davon? Nein. Nicht so viel? Also du bist gar nicht verletzt? Als der Sanitäter dann mit der Antonia reingekommen ist, war ich schon sehr erleichtert. Und das war dann schon schön, auch für die Mutter gerade, dass sie ihr Kind dann wiedergefunden hat und die dann gemeinsam halt auf das Ergebnis von dem Vater warten konnten. Also, ihr Mann ist jetzt im OP, ja, wird da versorgt. Ich werde jetzt gleich mal gucken gehen, was passiert ist. Ja, der Kleine ist ja zum Glück nicht so viel passiert und die andere Maus ist auch wieder wohlbehalten da. Dann werde ich sie informieren, sobald ich da weiß, wie es weitergeht, ja? Ja, wenn bitte. Sie bestimmt auch später noch mal so sobald können. Sobald bewusst ist, wieder bitte. Genau, sag ich Ihnen Bescheid. Möchte ich ihn gerne sehen. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön, Frau Doktor. Die Prognose von Lenas Vater ist relativ gut, gerade weil die Verletzungen nicht so tief waren. Bei Ölverletzungen ist es immer etwas schwieriger, als wenn es Wasser gewesen wäre, weil man das heiße Öl eben schlechter von der Haut abbekommt und dadurch auch tiefere Verbrennungen entstehen. Aber insgesamt wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass wenn minimale Narben übrig bleiben und er motorisch nicht eingeschränkt sein wird. Die Brandwunden durch den Küchenunfall hinterließen bei dem Vater nur kleinere Narben. Auch die Verletzungen der Tochter sind gut verheilt. Das Mädchen hat inzwischen verstanden, dass man niemals Wasser in heißes Öl gießen darf.